Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Kiez Konkret. Wir melden uns heute von der Museumsinsel. Das Bode-Museum zeigt von jetzt, von Freitag an, eine große Ausstellung zum Werk des Hofbildhauers und Schlossbaumeisters Andreas Schlüter. Heute gab es bereits erste Informationen und Einblicke für uns und wir nehmen sie mit. Andreas Schlüter, eine Berliner Zeitung, hat vor kurzem Andreas Schlüter das Phantom des Schlosses genannt. Damit verbindet sich ganz einfach die Frage, wer kennt denn eigentlich überhaupt noch Andreas Schlüter? Eine wirklich schwer zu greifende Künstlerpersönlichkeit. Man weiß wenig über seine Geburt, man weiß fast nichts, außer dass er gestorben ist, wo er gestorben ist, über die Gründe seines Todes, völlig unvermittelt, sehr plötzlich, nachdem er eigentlich berufen wurde nach St. Petersburg und dann praktisch mit Ankunft an seinem Zielort verstorben ist. Wir haben in 2014 den 300. Todestag von Andreas Schlüter und diesen haben wir zum Anlass genommen, uns auch damit zu beschäftigen. Warum ist von Schlüter so wenig bekannt? Warum sieht man ihn so wenig? Warum ist er so wenig präsent? Dabei gibt es ganz viele Spuren, auf die man stoßen kann. Bei Andreas Schlüter beispielsweise, jeder von Ihnen ist heute bei dem Reiterstandbild in der Eingangshalle des Bode-Museums vorbeigegangen. Man kann ja fast sagen, eine Art Markenzeichen des Bode-Museums, Andreas Schlüter. Dann das Zeughaus, Andreas Schlüter. Die Kanzel in der Marienkirche, Andreas Schlüter. Die Sarkophage im Berliner Dom, Andreas Schlüter. Aber das Wichtigste, und vielleicht ist das auch der Grund, weshalb er heute so schwer fassbar ist, sein Meisterwerk, seine größte bautechnische Leistung, das Berliner Schloss, ist ja nicht nur ein enormes Baudenkmal gewesen, sondern es ist vor allen Dingen eine urbanistische Meisterleistung, die Stadt neu zu organisieren, neu zu denken. Und Andreas Schlüter ist tatsächlich an vielen Orten greifbar und das Eindrucksvollste sicherlich, was man ihm im Zusammenhang mit ihm und Berlin wissen und erwähnen muss, ist, dass er in kürzester Zeit, in anderthalb Jahrzehnten etwa, Berlin von einer kommoden Provinzresidenz zu der führenden Barockmetropole eigentlich Europas umgebaut hat. Er ist in kürzester Zeit imstande, der Stadt ein neues Gesicht zu geben, mit vor allen Dingen dem Umbau des Schlosses, mit seinen stadtplanerischen Ideen, mit der Anlage von Gebäuden, Straßen, Bezügen, stadträumlichen Bezügen etc. Er ist der Großmeister des norddeutschen Barock, vielleicht der wichtigste Künstler der Zeit um 1700 nördlich der Alpen. Und dieser europäische Rang ist wichtig und zentral für unsere Ausstellung, auch vor dem Hintergrund des fast vergessenen Namens Andreas Schlüter. Das letzte Mal, dass Andreas Schlüter überhaupt im Mittelpunkt einer Ausstellung stand, war 1964 hier im gleichen Haus, aber unter dem Vorzeichen des geteilten Deutschland, der geteilten Stadt und der Unmöglichkeit, die Spuren von Schlüter zusammenzuführen. Aber andererseits noch zu einer Zeit, wo viele Menschen noch lebten, die das alte Berlin vor den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs kannten und dieses Stadtbild, dieses barocke Stadtbild noch im Auge hatten, noch eine Erinnerung daran hatten. Das ist heute nicht mehr der Fall. Insofern haben wir einerseits die Chance, im wiedervereinigten Berlin und im wiedervereinigten Deutschland Schlüter tatsächlich als Gesamtkünstlerbiografie zusammenzuführen, mit seinen Werken, mit seinen Dokumenten, andererseits aber auch sozusagen eine Erinnerungsleistung zu bringen und dies auch gerade zu der Zeit, in der das Schloss wieder aufgebaut wird als Humboldt-Forum, aber mit dem Ziel, vor allen Dingen die künstlerische Leistung Andreas Schlüters in den Fassaden und im Schlüterhof durch Rekonstruktion der Fassaden tatsächlich wieder greifbar und anschaulich zu machen. Ja, liebe Zuschauer, bei mir ist jetzt Herr Lindemann, der Direktor der Gemäldegalerie und der Skulpturensammlung. Herr Lindemann, Sie geben uns einen Einblick in die Ausstellung und unseren Zuschauern. Womit starten wir? Wir starten mit dem Hauptwerk von Andreas Schlüter, womit ihn auch die meisten in Verbindung bringen, nämlich mit dem Berliner Schloss. Das ist dann nicht der offizielle Beginn der Ausstellung, aber es lohnt sich für heute den Einstieg damit zu machen. Wir stehen hier vor dem großen Schlossmodell, das Margarete Kühn, die unendlich viel für den Berliner Barock
im Sinne der Kunstgeschichte gemacht hat, die hat das herstellen lassen in den 1980er Jahren. Und an dieser Ecke beginnt sozusagen die Schlüter'sche Schloss, der Schlüter'sche Schlossumbau und die Schlüter'sche Schlosserweiterung. Sie sehen dort ein kleines Eckrondell, da war ein Treppenturm, ein Renaissance-Turm, den hat Schlüter ummantelt. Und dann haben seine Nachfolger Iosander und Böhme das Schloss nochmal um einiges vergrößert. Dieses Schloss ist, man kann sagen, so etwas gewesen wie eine Metropole in der werdenden Metropole Berlin. Das hat die Stadt ungeheuer geprägt. Es ist gleichzeitig Magnet und Quelle der Strahlkraft gewesen. Auf dieses Schloss hin orientierte sich etwa die Friedrichstadt, aber auch die Dorotheenstadt, also alles das, was seitlich der Straße und in den Linden lag, so wie wir es aus Fotografien kennen und so wie es wieder werden wird, wenn das Schloss wieder aufgebaut ist. Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Was werden die Berliner denn wiederfinden, wenn das Schloss wieder aufgebaut worden ist von Schlüter? Die Berliner werden wiederfinden die drei barocken Fassaden, also die beginnend mit dieser im Wesentlichen von Schlüter geprägten Fassade, die stärker durch Iosander geprägte Fassade zur Schlossfreiheit und die wiederum von Schlüter geprägte Fassade zum Lustgarten. Sie werden die feierliche Schlossplatzseite mit den monumentalen Säulen wiederfinden. Sie werden die heitere Lustgartenfassade mit den statt der Säulen dort tragenden Karyatiden wiederfinden. Und Sie werden, das ist ganz wichtig, auch drei Fassaden des berühmten Schlüterhofes wiederfinden. Wird da alles nachgestaltet oder gibt es auch Originalteile, die verbaut werden? Es gibt ganz geringe Originalteile. Leider ist beim Abriss des Schlosses unendlich viel zerstört worden. Und zwar so, dass es praktisch nur noch wie Schutt übrig blieb. Es werden ein wenig der Originalteile wieder eingebaut. Bei vielen Dingen ist es so, dass sie aufgrund ihres konservatorischen Zustandes nicht mehr im Freien verwendet werden können, wie etwa die riesigen Figuren, die wir im Rahmen der Ausstellung unten in der großen Kuppel zeigen. Aber das war für Sie dann sicher auch ein schöner Tag, als dann klar war, dass das Schloss wieder aufgebaut wird und da nicht jetzt eine neue Architektur entsteht. Ich war immer ein Verfechter des Schlosswiederaufbaus. Das war für mich eigentlich in dem Moment klar, wo ich die damals von Herrn von Bodin inszenierte Illusion mit den Planen, mit dem bemalten Planen gesehen habe. Und ich bin auch überzeugt, dass es gut wird, weil ich die Bildhauer kenne, die jetzt für die Dekorationen, für die Nachschöpfung der Dekorationen zuständig sind. Und die sind auf eine verblüffende Art und Weise in der Lage, sich an die Formensprache des frühen 18. Jahrhunderts nicht nur heranzutasten, sondern diese wirklich zu begreifen. Was wir hier sonst noch in dem Raum sehen, hängt auch mit dem Schloss zusammen? Das hängt mit dem Schloss zusammen. Wir zeigen hier das Schloss, wir zeigen Reste, wie etwa die beiden Reliefs nach Münzen gestaltet von römischen Königen, wohlgemerkt, der junge König, der neue König lässt den Innenhof seines Schlosses mit Münzbildern quasi von römischen Königen dekorieren. Und die römischen Könige gab es lange, bevor es die römischen Kaiser gab. Das ist vielleicht der kleine Hintergedanken bei ihm, weil man in Berlin immer mit einem halben Gedanken bei den Kaisern war und die residierten in Wien und waren die Habsburger. Seitdem gibt es eigentlich da so ein bisschen die Rivalität. Das Königtum musste auch gegen die Habsburger durchgesetzt werden. Die mussten dem zustimmen, sonst wäre es nicht gegangen. Und es ist sehr hübsch zu sehen, dass es da immer, auch bei vermeintlich Dingen, bei denen man gar nicht drauf käme, merkt man plötzlich, hoppla, das ist auch schon wieder so ein bisschen Hohenzollern gegen Habsburg. Bis hin zu den Begräbnissen, die schlüterschen Prunksärge gibt es, bevor die Habsburger ihre Prunksärge in der Kapuzinergruft machen. Also schon damals war Kunst hochpolitisch. Kunst war extrem politisch, mit Kunst zeigte man etwas. Und wenn jemand König sein will und nur so eine kleine Residenz hat, wie wir sie hier sehen, die malerischen Mittelalter- und Renaissance-Teile, dann ist das nicht das Richtige. Deswegen blieb dem Friedrich gar nichts anderes übrig. Der musste bauen, um den Wienern und den Parisern ebenbürtig ein Schloss zur Seite zu stellen. Herr Lehnemann, wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen jetzt von dem Raum, in dem eigentlich im Wesentlichen die äußeren Fassaden, der Außenbau dieses Schlosses eine Rolle spielt, über die Basilika und betreten dann gewissermaßen das Schloss.